Solche Momente der Ruhe sind rar für Marie Lang. In 10 Tagen steht die WM-Titelverteidigung im Kickboxen an, ihre insgesamt 8. Dazu in einer für Marie Lang neuen Disziplin, dem Vollkontakt. Zur Vorbereitung muss die Spanierin Garcia herhalten, Langs Gegnerin vom September. Sie verfügt über einen ähnlichen Kampfstil wie die jetzige Gegnerin Rashida Bouhoud aus Marokko. Und zusätzlich dazu Skyboxing, der Fitnesstrend aus Hollywood. Ich habe die Kurse auch gegeben und es sind komplett alle Männer, Frauen, jung, alt, alles dabei. Und es ist total gelenkschonend und halt wirklich dadurch, dass es für den ganzen Körper ist, natürlich auch so interessant. Du kannst noch, ich weiß es. Beiß dich durch. Puh, Power. Mila Jovovic, Angelina Jolie und Halle Berry schwören auf Skyboxing. Funktionales Training und Kickboxen kombiniert lässt jedes Pfund schmelzen und für blaue Augen braucht Frau nur Lidschatten. Deswegen ist es halt für den Fitnessbereich natürlich eine super Alternative dazu. Also fit zu werden, fit zu bleiben und seinen ganzen Körper zu trainieren und ohne halt irgendwelche Verletzungen oder Blessuren zu haben. Denn bleibt das Antlitz unversehrt, klappt es auch mit dem Laufsteg. Marie Lang im Januar noch auf der Berliner Fashion Week. Die Modedesignerin macht auch als Model eine sehr gute sportliche Figur. Nach dem Studium in München arbeitet Marie Lang als Modedesignerin bis 2015. Danach fehlt die Zeit. Die Doppelbelastung aus Arbeit und Training wird ihr zu viel. Die Sportlerin entscheidet sich für Kickboxen, obwohl sie mittlerweile sogar modisch in Bayern gut angekommen ist. Ja, das waren jetzt die ersten Kreationen und das aktuellste Dirndl ist jetzt das. Ist halt jetzt ein bisschen klassischer, also von der Länge her nicht mehr ganz so kurz wie am Anfang und das gefällt mir doch ganz gut. Ich habe mir ja mal einen Boxmantel genäht. Das war wahnsinnig viel Arbeit, auch mit den Flammen da unten. Also ich habe da, glaube ich, eine ganze Woche dran genäht. Kreativität und Ausdauer, zwei Eigenschaften, die Marie Lang auch am 11. März im Münchner Postpalast helfen werden.